Servus! So, heute mal ganz woanders. Ich bin im Bayerischen Wald mit der Familie einen schönen Urlaub auf dem Bauernhof. Und der Bauer hat natürlich auch Felder. War ja klar, dass wir das bei der Buchung abchecken. Und habe auch Erlaubnis, auf die Felder drauf zu gehen. Und Wald ist auch noch mit dabei und so weiter. Und ja, da bin ich jetzt gerade auf dem Weg dahin. Und da wollen wir mal schauen, was wir hier finden. Das Wetter ist super. Es ist wolkig und sonnig, also genau richtig, nicht so heiß. Mit ein bisschen Schatten ab und zu. Und ja, die Gegend ist wunderschön. Ich zeige es euch mal ein bisschen. Genau, und ja, schauen wir mal, was wir finden. Und ich würde sagen, bis zum ersten Fund. Ciao. Absoluter Hammer. Also ich bin jetzt bestimmt, sag ich mal, 20, 25 Minuten gelaufen und kein Signal, also nicht mal Eisenschrott. Und das ist genau das, was ich gehofft habe. Das ist ein wirklich vom Zivilisationsschrott befreites Feld ist. Und jetzt habe ich hier endlich mein erstes Signal. Es ist kein schönes, sauberes Signal, es ist gemischt, aber egal, es ist das erste Signal und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Bin ja mal gespannt, was wir hier gefunden haben. Ich sehe es auch schon. Was würde ich ohne meinen Freund die Aluminiumfolie machen? Also erster Fund, Aluminiumfolie, schon ein bisschen gut verwittertes Stück. Wahrscheinlich von einer mittelalterlichen Leberkässemmel. Super, sehr schön und weiter geht's. Sorry, die Aufnahmen sind wahrscheinlich ein bisschen verwackelt und ihr seht mich nicht selber beim Graben, aber ich wollte das Stativ jetzt erstmal nicht mitschleppen, weil ich nicht wusste, wie es hier aussieht. Deswegen, also wenn das Wetter weiterhin schön bleibt die nächsten Tage, werde ich das nächste Mal mit dem Stativ unterwegs sein. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt das erste bessere Signal. Schauen wir, ob wir es auch finden gleich. Ah ja. Genau da drin. Dann graben wir das mal aus. Ah, wir haben es schon raus. Ich sehe was Grünes. Ah. Eine Patrone. Schöne Patina. Leider nichts Wertvolles. Aber zumindest keine Aluminiumfolie. Ich kenne mich damit nicht aus, keine Ahnung. Muss ich mir mit dem Landwirt später anschauen, ob man die irgendwie besonders entsorgen muss oder nicht. Alles klar. Keine Aluminiumfolie. Uhu. Bis zum nächsten Fund. So, sogar ohne Metalldetektor mit offenen Augen. Der erste Oberflächenfund. Eine Münze, so wie es aussieht. Und kein Knopf. Das sieht gut aus, sehr dünn, sehr alt, ich kann absolut nichts drauf erkennen. Aber von der Patina her, sie ist, also ist auf alle Fälle Kupfer, das total grün geworden ist. Sie ist extrem dünn, deswegen denke ich mal, das ist wirklich was Altes. Ich probiere mal hier, nee, möchte ja nicht großartig rumreiben, werden wir später mal gucken, was er mit Wasser herzaubern kann. Uhu, die erste Münze, kein Knopf, kein Aluminium, super dünn, schön groß auch, ungefähr wie eine Euro-Münze. Ich bin mal gespannt, was das ist. Und weiter geht's. So, nach langem Laufen ohne Signale, jetzt das nächste Signal. Okay. Mal gespannt, was es ist. Was zum Graben?
ich hab's raus. Ach, sieht nach Munition aus. Ja. Ist es auch. Okay. Die zweite. Gut. Zeigen wir dem Landwirt. Ich habe keine Ahnung, ob die noch scharf ist. Ich gehe mal. Ne, die ist schon abgefeuert worden. Das sieht man sogar hier. Und ich probiere das mal in die Sonne zu legen, dass man sieht. Müsst jetzt hier genau die Rillen sehen, wo die Patrone sich durch den Gewehrlauf durchgezogen hat. So, nächstes Signal, Hammersignal im Metalldetektor. Schauen wir mal, ob es nicht doch wieder Munition ist. Vielleicht ist es ja doch mal wieder eine Münze oder was anderes. Schauen wir mal. Jedenfalls hammermäßiges Signal. Genau hier neben der Pflanze. Aus dem Graben. Sieht im ersten Augenblick aus. Wow. Erst habe ich gedacht, das ist einfach nur ein zusammengerolltes Aluminiumröhrchen. Aber es ist da oben. Schau mal. Marco, hallo? Es hat da oben Verzierung. Keine Ahnung. Könnte auch ein von. Früher gab es so Zigarettenfilter, mit denen man seine Zigaretten geraucht hat. Vielleicht ist es auch sowas, dass es ein Mundstück ist davon. Sieht auf alle Fälle sehr interessant aus. Durch diese Verzierung da oben, weil die jetzt nicht unbedingt wirklich dazu passt. Sagt Hammersignal, mal anschauen, wenn es sauber ist. Ich werde auf alle Fälle mal die GPS-Koordinaten auch mit aufnehmen. Cool, super Hammer. Schöner Fund und weiter geht's. Hier ist wieder ein Hammersignal. Ja, obwohl, sagen wir mal, nicht ganz Hammer, aber ein nicht schlechtes Signal. Ich habe gerade was ganz Tolles gefunden, auch ein Oberflächenfund, und zwar diesen Glasknopf. Komm, Fokus. Diesen wunderschönen Glasknopf, der bläulich schimmert, und wenn man den gegen das Licht hält, wow, oder? Auch man kann es ein bisschen erkennen. Sehr schön. Und Bayerischer Wald ist ja bekannt für seine Glasmanufakturen, die es schon seit langer Zeit hier gibt. Und ich gehe mal davon aus, dass es einer der Knöpfe ist, die hier auch angefertigt wurden. So, schau mal, was hier ist. Okay. Scheint gleich hier in der Oberfläche drin zu liegen. Ich muss das mal ein bisschen zerbröseln. Ich sehe nichts. Und dem schwarzen Balken hier. Ich sehe nichts. Und wieder ist das verbrannte Aluminiumfolie. Stück hier.
man echt nichts erkennen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das hier irgendwie verbrannte Aluminiumfolie ist. Es ist auch nichts rausgefallen. Okay, gut, weiter geht's. Hier das nächste Signal. Wirklich das Ding hier? Nee. Ich sehe was. Ah, schon wieder eine Patrone. Die gleiche, die ich vorher schon mal gefunden habe. Keine Ahnung, was das für ein Kaliber ist oder die abgefeuert wurde. Ich gehe mal schwer davon aus. Na schade, ihr habt gedacht, das ist was anderes. Fokus kriegen wir halt auch keinen, oder? Komm, Kamera. So, hier das nächste Signal. Gerade war auch der Landwirt hier und hat mich besucht. Mal gucken, ob ich schon was gefunden habe und wie das Ganze so aussieht, was ich hier machen bin. Sehr nett. Und habe dann erfahren, dass in einem anderen Teil vom Feld, wo ich dann die nächsten Tage hinkomme, früher alter Weg durchging im spätes Mittelalter bis Anfang 19. Jahrhundert. Und den werde ich mir dann noch angucken. Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier Tolles gefunden haben. War recht gutes Signal. Ich hoffe, das ist nicht schon wieder Munition ist. Munition hat ihm leider auch nichts gesagt. Und von ihm ist es nicht, sondern wenn dann eher vom Jäger. Ja, sieht schon wieder nach Munition aus. Ja. Und zwar kann leider nichts richtig lesen, das ist schon ziemlich vergammelt. Mal schauen, ob der Marco hier irgendwas rausholen kann. Naja. Aber der Landwirt hat gesagt, also kann ich auch gern wegschmeißen. Er braucht es nicht, die Munition, ich auch nicht. Naja, gut, weiter geht's. So, dies ist das letzte Signal, was ich heute graben werde, weil ich mache jetzt Schluss für heute. Schauen wir, was wir hier gefunden haben noch. Liegt gleich knapp an der Oberfläche. Hört sie die Kühe im Hintergrund? Da ist, glaube ich, gerade die Kühlfutterung aktiv. So, und mein Freund, Aluminiumfolie oder was haben wir? Ja. Ja, so sieht's aus. Gut. Damit haben wir angefangen mit Aluminiumfolie, mit der schließen wir auch wieder ab. Um euch mal eine Idee zu geben, wo wir hier sind. Ein riesen Gehöft. Und da oben, ganz vorne, unsere Wohnung. Genau, ich gehe jetzt gerade zurück. Ich muss nämlich noch einkaufen. Heute Abend geht die EM los und da wollen wir halt entsprechend auch was Leckeres essen. Yeah. Hoffen wir mal, das Wetter bleibt so. Dass ich in den nächsten Tagen dann auch wieder schön zum Sonnen gehen kann. Gucken, ob ich den alten Weg noch abgrasen kann. Genau. Also, bis bald, Leute.